Ja, Leute, heute mal wieder Trainspotten, Leute. Es ist mega windig, wie ihr seht, Leute. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt gut. Aber es wird wahrscheinlich sehr windig sein, Leute. Schaut euch das mal an. Ich kann nicht verstehen. Es ist so krass windig, Leute. Es ist heute auf jeden Fall wieder Donnerstag, Leute. Ich gehe jetzt wieder Trainspotten. Meinem Talent ist auch schon eingefahren. Ja, ich muss hier mal gucken, ob der kommt. Aber das Problem ist, der Wind kommt aus dem Süden. Jetzt muss ich gerade in den Norden reinfilmen. Und hier ist Norden, oder? Norden ist dahin. Hier filme ich gerade hin. Meine Leute, ist das heute windig, Leute. Das ist einfach so krass, Leute. Ich würde sagen, bis gleich, Leute. Ich kann heute nicht gut reden. Ich hoffe, der Wind kommt mal irgendwann. Alles Sack, irgend so ein Teil zum Reintun, irgend so ein. Hier ist, also. Hier ist gerade irgend so was weggeflogen, wollte ich einfach sagen. Ja, ich würde einfach mal sagen, bis gleich. So Leute, ich gehe jetzt auf die andere Seite, weil einfach, es ist so windig, Leute, schaut euch das an. Es ist so windig, Leute, ich muss auf die andere Seite gehen, weil hier kann ich einfach nicht bleiben, Leute. Ich würde sagen, bis gleich. So Leute, ich bin jetzt hier, weil von der Richtung, von hier kommt der ganze Wind und deswegen bin ich halt hier hingegangen, weil hier ist nicht so windig, Leute. Aber das ist heute so viel Wind heute. Schaut euch das an. Es ist einfach nicht normal. Man kann gar nicht filmen, Leute. Also ihr habt ja gehört beim Sound, man hört die ganze Zeit nur Wind, man kann nichts reden. Ja, jetzt habe ich mich jetzt hier hingestellt einfach. Jetzt bin ich auf die andere Seite gegangen, weil man kann hier einfach nicht aufnehmen, hier drüben. Und ich würde sagen, bis gleich. Ja, Leute, es ist schon 15 Uhr, Leute. Und es ist bis jetzt noch immer nichts gekommen, also... Ich weiß nicht, was heute los ist. Es ist heute so viel Winter, ne? Ich weiß echt nicht, was heute los ist. Mal schauen, wann wieder ein Zug kommt. Ich hoffe, dass bald was kommt. Weil es ist einfach so mega kalt und der Wind ist einfach so mega nervig. Beim Filmen, vor allem beim Filmen, stört das mega. Also ich bin ja heute von der Schule gekommen und dann bin ich sofort Trainspotten gegangen. Hab gegessen, bin sofort Trainspotten gegangen und ja, ich... muss später dann wieder nach Hause gehen, aber ich werde, glaube ich, vielleicht gehe ich sogar schon früher nach Hause, weil wenn es hier einfach, es ist einfach hier mir zu blöd, Leute, irgendwie, weil es ist einfach so mega windig, Leute, aber da kann man das eigentlich vergessen. Aber ich will noch ein paar Züge drauf haben, ein, zwei Züge will ich schon noch haben. Von hier kommt ja auch nichts, es kommt heute überhaupt nichts eigentlich, also nur Talent und dann sonst gar nichts. Also Leute, ich würde einfach sagen, bis gleich. Leute, Zug kommt. Ja, Leute, endlich ist ein Zug gekommen, Leute. Ich habe schon gedacht, es kommt gar nichts, Leute. Endlich, Leute. Hat aber mal gedauert. Ich habe
Ich habe auch die Weiche gar nicht gehört, Leute. Leute, ich habe auch die Weiche gar nicht gehört, Leute, weil es so wenig ist, Leute, dass ich gar nichts höre. Vielleicht kennt ihr das, aber ich denke mal schon. Ja, heute ist einfach mega windig. Aber wenigstens ist jetzt ein Zug gekommen, also drei Züge habe ich heute schon. Mal schauen, ob noch, also Talent kommt noch später und vielleicht kommen noch ein, zwei Güterzüge. Mal schauen, also bis später. Ja, Leute, auf jeden Fall, Leute, schaut mal, was hier gekommen ist. Ja, ein Güterzug ist jetzt hier eingefahren. Ich habe es erst gerade gemerkt, weil es ist einfach so mega windig, Leute, da hört man überhaupt nichts. Also schaut euch mal die Bäume an. Also wenn das jetzt nicht krass ist, dann weiß ich selber nicht. Ja, ich würde sagen, bis gleich. Talent folgt ein. Jetzt folgt gerade der Güterzug gleich. Oh, warte mal kurz. Ich stehe gerade auf Sturm. Leute, Talent fährt jetzt hier ein. Ich telefoniere gerade noch, also nicht wundern. Hier steht ja noch der Zug, der wird gleich abfahren. Ich tue kurz mein Handy hier rein. So. Bis gleich. So Leute, der Zug fährt jetzt hier ab. Ich gehe ein bisschen hier ein Stück her, weil es einfach so windig ist. Warte. So, ein Güterzug, Leute, ist jetzt abgefahren mit zwei L44er. Ja, bis gleich. Ja, Leute, ich gehe jetzt auf jeden Fall hier rauf wieder, Leute, und dann auf der anderen Seite wieder runter einfach. Ich werde dann gleich nach Hause gehen, Leute. So viel ist heute gar nicht gekommen. Ja, Leute, so viel ist gar nicht gekommen heute. Ja, es ist einfach mega windig, Leute. Und jetzt auf der anderen Seite wieder runter und dann werden wir sehen, ob wenn der Talent abfährt noch, ob da noch was kommt oder nicht. Ja, vier Züge sind heute gekommen. Gar nicht viel, oder? Naja, immerhin. Auf jeden Fall, Leute, ich wollte ganz kurz was ansprechen. Auf jeden Fall, mein Bruder hat jetzt einen eigenen PC bekommen. Freut mich auf jeden Fall, weil mein Bruder hat immer auf meinem PC viel gespielt. Und deswegen, also er hat jetzt auch einen PC. Ein AMD FX 8300 oder so, 16 GB RAM, GTX 1060 und so weiter. Also, falls ihr euch damit auskennt, jo, habe ich einfach nur ein bisschen angesprochen. Und ja, ich würde sagen, bis später oder bis gleich.
Talent fährt jetzt ab. Ja Leute, es ist mega windig, Leute. Ja, wie ich ja schon gesagt habe, Alter, was ist das? Ja Leute, ich werde jetzt auf jeden Fall jetzt nach Hause gehen, Leute. Es ist einfach mega windig, Leute, und ich würde sagen, sehen wir es dann morgen wahrscheinlich wieder. Ich weiß noch nicht. Je nachdem, ob ich morgen Zeit habe oder nicht. Aber ich denke, morgen werde ich eigentlich keine Zeit haben, weil ich da noch was machen muss für meinen Bruder. Für seinen PC will ich da ein bisschen was für ihn machen. Oder ich weiß da noch nicht, mal schauen, ob ich mir Zeit nehme heute. Oder ob ich mir morgen Zeit nehmen werde. Oder ob das einfach geht, mal schauen. Also lange Schule habe ich eigentlich nicht, ne? Ja, mal schauen. Ich würde einfach sagen, Leute, bis morgen. Oder sonst komme ich Samstag, Leute. Ist ja auch egal. Ich würde sagen, ja, ciao.